Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute meinen See, an dem ich wohne, beziehungsweise der zu meiner Wohnhausanlage dazugehört. Ja, hier schwimmen gerade die Enten. Da der See natürlich mittlerweile auftaut. Ich schau mal, dass ich da so ein bisschen die ganze Kulisse rauf bekomme. Ja, ich sitze halt hier oben auf einer Bank. Da unten ist halt Schotter. Ist leider ein Schotterteich, also der ist in den 60er Jahren höchstwahrscheinlich später ausgebaggert worden. Da vorne ist eine Familie. Ja, und die Enten sind halt bei mir. Ich schau mal, dass ich ein bisschen näher rankomme. Also diese Schubs, die schwimmen hier ganz gemütlich. Die sind natürlich auch die Leute gewohnt, weil die werden gefüttert. Kommen auch manchmal wirklich bis zu den Häusern und gehen auch über die Straße spazieren. Also ist ganz interessant. Aha, jetzt schwimmen sie alle davor. So, irgendwo war hier gerade noch eine zweite Gruppe mit 4 Enten. Die ist jetzt irgendwie weg. Ah, die eine geht am Eis spazieren. Also noch Eis nicht. Das wird jetzt alles demnächst komplett und weg sein die nächsten Tage. Also man sieht das eh, so 3 Meter rein ist das schon aufgetaut. Auch da vorne eben, da sieht man es noch. Aber die sind so herzig, diese Enten. Also hier gibt es ja auch lauter Nachbarn, die tun sie fotografieren und... So, jetzt muss ich schauen, ob ich hier durchkomme. Denn da hinten... Noch eine Gruppe. Ah, okay, also mit der Steuerung hier hapert es noch ein bisschen. Aber wie man sieht, also die schwimmen echt gemütlich den See entlang. Das ist auf alle Fälle eine größere Gruppe. Ja, leider Gottes habe ich hier den mächtigen Ast vor meinen Augen. Beziehungsweise vor der Aufnahme. So, dann schaue ich einmal, dass ich die kleine Gruppe hier wieder erreiche. Schlimm hier. Ah, da ist gerade einer. So. Ist das alles ein bisschen verwackelt. Bis man die mal findet. So. Genau. So. Ich schau mal, wie weit weg ich komme. Dann sieht man nämlich... Ja, genau. Jetzt seht ihr das, was für Äste ich da gerade vor meinen Augen habe, ja. Und ich hocke hier auf der Bank. Na gut, das ist auch, das sind 2 Bäume nebenan. So. Da sind sie wieder. Scheiß Verwackelungen. Ja, und wo die andere Vierergruppe ist, die war hier in der Nähe, genau, das ist diese Fünfergruppe da vorne. Der erste ist ja überhaupt da. Ja, und diese Vierergruppe ist anscheinend nach links weggeschwommen, die sehe ich gerade überhaupt nicht. Ah nee, da vorne sind welche, so Achtung. Ich hoffe, wir sehen das hier gleich durch die Äste durch. Nee, also die anderen sind... Ah, das sind sie jetzt ganz leicht. So. Da ist diese Gruppe. Die sind halt dann bei den Leuten vorne. Die haben es recht gut heute. Wir haben fast 20 Grad gehabt, also 18 auf alle Fälle in der Sonne. Ich sitze auch gerade bei offener Jacke und irgendwie ist mir schwindelig und komisch und ja, das Wetter haut gerade rein sozusagen. So, was macht denn der eine da hinten? Wo ist der? Ah, der sucht die Eisschollen ab. Na gut, das Video geht jetzt eh schon 5 Minuten. Ich fürchte wegen den vielen Verwackelungen. Naja, ich kann das gar nicht schneiden, weil dann ist mein Geplappere weg. Ah, da hinten die Familie. Die gehen jetzt. Sind jetzt nochmal die anderen. Ah, die schwimmen. Eine Runde. Okay, dann machen wir hier Schluss.
sind denn jetzt die? Ja, guckt, da kommen sie jetzt noch mit Schwimmern. So, na, jetzt kommen sie schon ganz nah an mich ran. So. Gut, dann machen wir hier Schluss für heute. Bis dann, tschüss.